Und damit wieder herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Danke, dass ihr pünktlich zum Unterricht gekommen seid in Verteidigung gegen die dunkle Langeweile. Und wir gehen direkt mit unserem lieben Sebastian in die dunkle Höhle. Rein in den Turmtunnel. Wenn das mal echt so schön und friedlich aussehen würde. Ich werde auch spinnen. Ich werde spinnen. Es sind immer Spinnen. Spinnen oder Aschwinderin? Und jetzt stellt euch mal vor, boah. Achtbeinige schwarze Magier. So weit, so gut. Charmant. Ich werde leiser sein als ein Jobbernoll. Spinnen. Wie passend. Confringo! Rebellion. Selbst fast nicht besser gekonnt. Okay, hier geht's wohl weiter, dann gucken wir uns erstmal da oben an. Ah ne, hier geht's zu der Kiste. Irgendwann treffe ich immer den richtigen. Ein Stoß und die Truhe wäre abgestürzt. Oh, mindestens 3 Schubser, denke ich. Diese Spinnen wollen uns unbedingt verspeisen. Wir wären sicher schmackhafter als Koboldessen. Die Welt hat eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Findo! Warte mal eben. So, ich habe manchmal so eine XY-Schwäche. Ich wollte den jetzt eigentlich nur irgendwas auf den Kopf werfen. Eine Treppe hierher? Wozu das denn? Ich glaube, hier war schon ewig niemand mehr. Spinnennester. Sieh dir das an. Nicht wirklich mein Stil. Zu übertrieben, wenn du mich fragst. Ja.
Nein! Ich sterbe! Die Höhle kann nicht die einzige Herausforderung gewesen sein. Vielleicht sollten wir nach Runen suchen. Ja, ich sehe schon die Runen, aber erstmal will ich hier ein bisschen. Solche Runen haben wir doch schon mal gesehen. Confringo! All die Truhen. Ist das Glück oder Instinkt? Einfach nur der Fokus des Loots. Er ist groß in mir. Heiltränke, ein großer leerer Raum. Im Normalfall wäre das ist ein Bosskampf. Scheiße. Ich hasse es, recht zu haben. Confringo! Nichts bringt Freunde zusammen wie ein wütender Troll. Arschling. Incendio. Irgendwann wiederholen sich die ganzen Rätsel, erkennst du sie. Wie sagst du, erkennst du den Schweine am Gang? Da geht's nicht weiter. Dieser Troll hat wirklich ein Chaos angerichtet. Überall Trümmer. Revelio. Ja, der hat hier gewohnt, ne?
gucken, was ich kann. Das war ja harte Arbeit. Das kannst du laut sagen. Du, Kollege, ne? Du hast die ganze Zeit dumm rumgestanden. Scheint nichts zu sein, okay. Dann geht der Spaß jetzt weiter. Isidoras Tagebuch. Tagebucheintrag. Isidora war hier. Hier wollen wir auch lieber wieder Levioso haben und ein Nefelpen nur mal ein bisschen. So, kannst du das auch? Da geht's weiter, dann gehen wir erstmal hier hoch. Rebellion. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Nach all den Stufen bin ich ganz schön außer Atem, aber dieser Anblick. Was wert. Ach ja. Noch eine Barriere. Können sie bestimmt durchbrechen. Gute Nachricht? Dieser Tagebucheintrag klingt beunruhigend. Das kann keine Sackgasse sein. Über uns muss noch eine Ebene sein. Incendio! Aha. Confringo. Hätte es selbst fast nicht besser gekonnt. Dieser Ort kann nicht nur Isidora gehört haben. Aber das Triptychon führte uns her. Ja, das ist beunruhigend. Noch eine Rune. Eigentlich müsste ich jetzt schon fließend runisch. Okay, insgesamt drei Dinger wieder. Hübsch für Bilder. Weiterer von Isidora geschaffener Bereich? Isidora muss sie mit alter Magie geübt haben. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isidora bezüglich der Nutzung alter Magie uneinig waren. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Kann ich hier sicherlich irgendwo... Letztes Stück für das Triptychon.
Wir haben es geschafft. Hätte Isidora all das nur offenbaren können. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isidora bezüglich der Nutzung alter Magie uneinig waren. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich so viel Mühe gegeben hat, ihre Geschichte ohne deren Wissen zu erzählen. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Das wünschte ich auch. Das wirst du sicherlich sehen. Wenn wir das Triptychon schon vollenden, sehen wir vielleicht mehr. So, hier haben wir aber alles. Revelio. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Dann wieder ab in der Krypta. Schön, dass wir von überall da wieder hinkommen. Gar nicht unheimlich. Kein Stück unheimlich. Was ist das? Spann mich nicht auf die Folter. Na los, mach schon. Oh, noch ein Denkarium. Danach haben wir gesucht. Ich frage mich... Was ist denn? Finden wir es raus. Wir haben Ihre Erinnerung. Meinen Bruder kann ich nicht zurückbringen. Aber dir kann ich Frieden geben. Setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora! Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Danke. Hat's geklappt? Ja, das hat es. Wie zu erwarten, bei Koboldsilber. Ich brauche etwas Größeres. Na gut. Es wäre hilfreich zu wissen, was darin aufbewahrt werden soll. Magie. Von meinem Zauber, um Menschen den Schmerz zu nehmen. Doch richtig angewandt, kann ihre Macht noch so viel mehr Gutes tun. Wieso willst du so eine Magie wegsperren? Ich muss sie nur sicher verwahren, bis ich meine Kollegen von ihrem Nutzen überzeugen kann. Solcher Macht misstrauen manche. Nicht jeder ist bereit, solche Macht zu nutzen. Vielleicht. Aber jemand muss es sein. Der Typ, also der Kobold wurde auch von dem Tele5 Navy Seal aus irgendeinem Trash-Movie synchronisiert. Sie hat den Schmerz genommen. Ich wusste es. Ich wusste, es gibt einen Weg, Anne zu helfen. Hier stimmt was nicht, Sebastian. Was meinst du?
Du hast gesehen, was sie getan hat. Nicht die Erinnerung, das Porträt. Ich denke, Isadora ist nicht erschienen, weil sie es nicht kann. Verstehe ich nicht. Das haben wir doch schon mal gesehen. Das verlassene Haus in Feldcroft, das zerstörte Bild, das war sie. Also hat irgendjemand eine verzauberte Leinwand zerstört. Doch, wir haben die Erinnerung. Ja, du hast recht. Wir haben gesehen, was sie wollte, wozu sie fähig ist, wozu du fähig bist. Ich weiß nicht, wie Isadora das gemacht hat. Dann lernst du es. Die Hüter bringen es dir bei. Das würden sie nicht tun. Die Hüter glauben, das Beseitigen der Fähigkeit, Schmerz zu fühlen, das ist eine komplizierte, unvorhersehbare Form der Magie, die nur sehr vorsichtig genutzt werden sollte. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt? Du hast all ihre Prüfungen erfolgreich bestanden. Du hast dich mehr als bewiesen. Du schaffst das. Du bist bereit dafür. Bitte. Sprich mit den Hütern. Wenn nicht für mich, dann für Anne. Du kannst ziemlich manipulativ sein, Kollege. Warum wollten die Hüter Isadora zum Schweigen bringen? Warum ihr Porträt zerstören? Das Relikt ist der Schlüssel zu Annes Rettung. Ganz gewiss. Wir treffen uns vor Feldcroft, sobald du kannst. Du stehst neben mir, das hättest du mir auch sagen können. So, muss gucken. Identifizieren tun wir gleich. Ich guck mal eben, kannte ich jetzt schon die neue Verbesserung kaufen? Das können wir noch mal eben gucken. Dann wird das ja wieder eine etwas kürzere Folge, aber eine lustige war das. Viele Kobolden auf die Fresse gehauen. Sie können sich ja gar nicht vorstellen. Renrocks Bohren in einer Mine an der Küste gefunden. Ich will ihn zerstören. Ich habe es satt, mit ihm zu diskutieren. Sie können mich gerne begleiten. Wenn ich Sie dort nicht antreffe, melde ich mich, wenn ich zurückkehre. Ich habe etwas für Sie. Oh, Digga, bomben das Ding sowas von weg. Oh, hallo? Ohne Sie hätte ich die Besenverbesserung nicht so perfekt hinbekommen. Wie immer habe ich für Sie einen Sonderpreis. Die Zusammenarbeit war großartig. Danke, dass Sie an mich geglaubt haben. Easy. Da ist wieder Geld sammeln. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. So, jetzt haben wir wieder Nebenmission neue. Ja, die Hauptmission geht weiter. Können ja mal schauen, ne? World Kader. Ich würde sagen. Keine Lust drauf. Ich hoffe, dass. Ich würde sagen, wir beenden diese Folge jetzt und nächste Folge gehen wir wieder runter in den Süden und machen hier erstmal ein paar Nebenaufgaben. Was haltet ihr davon? Seid ihr dafür? Ja, super, schön. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Reingeroxt.